Wir waren auf 61. Das müsst ihr euch mal reinziehen. Wir sind jetzt schon 7 Tote. Also ja, wir haben auch dementsprechend Kinder bekommen. Sogar viele Kinder. Trotzdem übel. 7 freie Gräber. 80 Stein, nur noch 170 Holz. Das wird auch langsam weniger. Also macht bitte mal hier das Holz weg. So, ein Händler ist angekommen. Nein! Was eine Schaf! Ja, das wollen wir natürlich haben. Hier. Psst. 150? Ja, 600. Und ein Schaf und tauschen. So, und dann hätte ich jetzt gerne nicht mehr 400 Feuerholz hier drin, sondern ich hätte gerne erstmal 0. Damit jedes Haus schön Feuerholz bekommt. Da ist das Schaf. Okay. Schaf. Da. Schaf. Ich hoffe, das Schaf wird automatisch abgeholt. Hol bitte jemand dort die Was zur Hölle bist du? Okay, wir haben ein von Dämonen besessenes Schaf, das freiwillig in sein Gatter läuft. Und wo ist Schaf Nummer 1? Nein! Nein, 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 nein! Dotti ist tot. Jetzt haben wir wieder nur ein Schaf. Wollen mich doch veräppeln. Trade. Der will keine Bohnen haben, ja, nee, ist klar. Kann ich das doofe Schaf wieder verkaufen? Okay, das war jetzt definitiv ein Fehler. Ich hätte vorher gucken sollen, dass das Schaf da ist. Das heißt, das Schaf wird jetzt auch wieder einsam sterben. Und wir kaufen uns erst Schafe, wenn wir uns zwei auf einmal kaufen können. Was noch eine Weile dauern wird. Wir haben jetzt 36 Leute ohne Werkzeug. Das ist nicht gut. Die brauchen alle kein Eisen. Okay. Wir haben nur noch 740 Essen. Okay, ich wollte gerade sagen, lass ein, zwei Fischer feuern und die in die Mine stecken, aber... Menno. Brauch auch kein Eisen, brauch auch kein Eisen. Hier, Eisen. Collect Iron. Zack. Übel, übel. Wieder zwei Tote. Gleich wieder Neugeburt. Sollte man wieder auf 5-fach runterstehen. So. 13 von 18. Das Pasture ist immer noch nicht fertig. Ja, okay, unsere 4 Bilder sind noch ganz schön ausgelastet mit den ganzen Häusern. Wie hier zum Beispiel. Mit 10 und einer 18-jährigen Frau in ein eigenes Haus. Das ist mutig. Okay. Du bist fast fertig. Komm schon, ein Eisen. Da, ich sehe das Eisen. Bring das bitte dahin zum Schmied. Und dann bringt all euer Eisen immer nur zu den Schmieden und nirgendwo anders hin. Ich hoffe, niemand hortet Eisen. Ne, alle nur Essen und Feuerholz. Sehr gut. Händler ist weg. Freut sich ein Keks, dass er schon wieder einzelne Schafe verkauft hat. Und noch ein Toter. Nicht gut. Ah doch, dafür ist der erste jetzt wieder erwachsen geworden. Genau, du machst den einen kleinen Busch da weg. Remove 0 von 1. Da. Busch weg. Ne, will nicht. Produkt Eisen. Null Eisen. Können wir nicht irgendwelche Fremdarbeiter anheuern aus Nachbardörfern oder so? Wir bezahlen auch ein Schaf. Wo ist das Schaf? Ernsthaft, wo ist das Schaf hin? Ah, da, okay.
Das wäre jetzt übel gewesen, wenn wir das Schaf gekauft hätten und es stirbt sofort an Altersschwäche. Dann wäre ich den doofen Händler hinterher gepaddelt. Seid ihr immer noch am Stein holen? Ja, die sind immer noch am Stein holen. Auftrag Cancel Removal. Wir wollen keinen Stein mehr, wir wollen jetzt nur das Eisen hier. Das Eisen hier. So, wenn das nicht reicht, dann Eisen, dann weiß ich auch nicht. Dum, 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 dum. Holz, ja, ja. Zu viel zu tun, zu wenig Arbeiter. Ah, aber wenigstens hat endlich jemand das eine Eisen abgeliefert für den dritten Schmied. Und die beiden scheinen am Arbeiten zu sein. 44 Leute ohne Werkzeug. Die holen jetzt echt mit bloßen Händen die Ernte ein. Krass, okay. Wow, Moment, oh. Warum, ist hier kein... Das wurde schon reingeholt und wir haben trotzdem nur 816 Essen? Nicht gut. Hans und gar nicht gut. Also ja, wir haben ein paar Häuser gebaut und die werden alle nach und nach wieder Essen bunkern, aber... Nicht schön. Du stellst weiter Warm kurz her, okay. 1200, ja, es geht wieder auf 1500, 1600 hoch, nehme ich mal an. Wieder ein Toter. Okay, also nächsten Frühling brauchen wir das nächste große Feld. Geht nichts drum rum. Und den Stockpile hier werden wir abreißen müssen und woanders hinbauen. Lager, Stockpile, dahin. Und den da bitte auflösen. So, weg mit dir. Wir haben es Winter, aber einigermaßen mild, ist okay. Die Skugatter wird gebaut. Noch ein Toter. 16 von 18. Okay, also Frühling bauen wir hier eine neue Farm hin. Und hier einen Friedhof. Ist zwar ein bisschen doof, direkt die Farm neben dem Friedhof zu haben. Aber so wirklich gut klappt das hier auf der Seite vom Weg nicht. Neben Steinbruch. Muss der Friedhof überhaupt begehbar sein? Also gehen Leute da wirklich hin zum Trauern? In-game meine ich. Sonst kann man es ja wirklich irgendwo ganz, 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 ganz weit weg machen. Hier unten irgendwo zum Beispiel beim Eisen. Ein schöner Waldfriedhof. Was für eine Reichweite habt ihr? Hier unten. Mama. Du, da. So. Und dann hier unten Friedhof hin. Wer wirklich trauern möchte, geht auch diesen ganz langen Weg runter. Ja, ich glaube, das mache ich. Oder hier? Nee, nicht direkt bei den Wohnhäusern. Das... Nee. Und der Mine und dem... Ne? Das... Braucht schon ein bisschen Ruhe, wie hinter dem Berg hier. Was fehlt bei dir noch? Nur Arbeitskraft, okay. Spätwinter, Frühling kommt gleich. Immer noch ganz viele am Meckern wegen Werkzeug. Brauchen mehr Bilder. So. Holz hier oben ist weg. Eisen unten wird noch geklopft. Jo. Liegt schon ganz viel. Und der nächste Tote. Sind ganz schön häufig meine. Was aber auch Sinn macht, denn das ist ein knochenbrechender Job. Vor allem damals. Essen ist niedrig. Ja, sorry. Lässt sich nicht ändern. Also lässt sich schon ändern, das machen wir gleich, aber... Das da bitte weg. Schnell. Ich muss gleich Farmen bauen. Das waren Bohnen, ne? Ja, okay. Also kommt hier wieder Cabbage hin. Und Ernie wurde geboren.
15 Kinder. Es geht echt Hand in Hand. Tot geboren. Insgesamt bei 70 rumpendeln wir uns gerade ein. So, Leute arbeiten auf dem Feld. Keiner will das Ding hier abreißen. Gut, dann bauen wir einfach jetzt hier noch ein Feld hin. Wofür wir zwar gar keine Arbeiter haben, aber das geht halt nicht anders. Müssen wir irgendwo anders abziehen. Farm, da. Ist zu groß. Nein. Warum? Ah, das ist doof. Die Straße muss weg. Geht nicht weg. Achso, Remove Road da. Zack. Zack. Und ja, es geht nicht, weil das dann hier einen leeren Streifen hätte. Und das geht nicht. So. Das heißt, wir machen die Farm bis hier. 15x15. Und bauen hier eine neue Straße. Direkt daneben. Ja, ich weiß. Das ist ein wenig komisch, aber es gehört so. Und da kommt... Achso, da müssen 6 Bäume noch weg. Und da kommt dann Cabbage hin. Wir werden sehr viele Farmer brauchen. Aber na gut. Wir haben 19 Eisen. Sehr schön. Warum arbeitet da kein Schmied? Wir brauchen sofort einen Schmied. Ein Bilder weniger. Ein Schmied mehr. So. Jetzt stellt Werkzeug her, was nur geht. Feuerholz ist niedrig. Ja. Kann ich nicht ändern. Aber die haben jetzt ein Jahr Zeit, Feuerholz zu hacken. Das passt schon irgendwie. Das Ding ist auch fast fertig. Wen schmeißen wir denn mal kurzfristig raus? Forest. Wir haben auch fast kein Holz mehr. Wir kommen da echt nicht hinterher, ne? Also wir schaffen es immer kurzfristig ein Problem, das wir sehen, zu lösen. Wie zum Beispiel Eisen, Werkzeug, Stein oder Holz. Aber alles gleichmäßig zu managen, das ist ziemlich schwierig. Vor allem auch, wenn die Hälfte der Bevölkerung wegstirbt und überall nur kleine Kinder rumlaufen, die nicht arbeiten wollen. Ah doch, jetzt wollen sie arbeiten. 2 Arbeiter mehr. Gut. Was wollte ich gerade einstellen? Schmiede hatten wir. Wahrscheinlich Herdsman für die Kühe. Ja. Das hier kann auch alles an Holz noch weg. Wo ist der da? Also das hier kann noch alles weg. Holz hacken. So. Nee, nicht auf der anderen Uferseite. Ich will nicht, dass irgendein verrückter Dorfbewohner darüber schwimmt. Mit einer Axt im Mund. So. Prioritätenliste. Wo ist die Prioritätenliste? Das Ding hier hat oberste Priorität. Das muss jetzt gesät werden. Sonst war's das. Komm. Okay, Planänderung. Wir reißen das wieder ab. Und bauen hier ein Minifeld hin, dass wir wenigstens dieses Jahr noch Essen haben. Nee, so. Und da kommt drauf Cabbage. Und wir brauchen 4 Farmer mehr. Das heißt, wir nehmen weg Miner, Stonecutter. Fischer können wir nicht wegnehmen, wir brauchen Fischer. Wir nehmen Herbalist weg, weil wir gerade wieder auf 4,5 Gesundheit sind. Das können wir nicht zulassen, wir müssen gleich wieder auf 4 runter. Also ein Herbalist weg. Und dafür dann ein Farmer hoch. So. Du. Kettle. Wir brauchen einen Herdsman. Herdsman da. Hoffentlich bringen die Kühe auch Milch und Käse und sowas in die Richtung. Also auch Essen in irgendeiner Form und nicht nur durch Schlachten. Das wäre sonst ein wenig ärgerlich. Ich
Was? Ich kann ja nur zwei Kühe halten? Ja, okay, es ist ein recht kleines Gatter, das mag wohl sein, aber zwei? Ernsthaft? Ah, nein, Woodcutter ist tot. Miner raus. Woodcutter rein. Also, das Ding können wir eigentlich gleich wieder abreißen. Wir brauchen ein größeres Gatter für die... Schon wieder ein Toter? Ah, ne. Wir haben nur wenig Essen, um nicht zu sagen, gar keins. Die Leute haben immer noch Probleme mit ihrem Werkzeug, weil die drei Schmiede da einfach nicht hinterherkommen. Gut, wir müssen erstmal nur durch den nächsten Winter kommen. Das klappt hoffentlich mit den Feldern. Dann reißen wir das Ding da ab, bauen es hier wesentlich größer auf, damit wir so 5-6 Kühe durchgehend halten können. Und dann müssen wir gucken. Also ich habe jetzt recht viele neue Häuser gebaut, aber trotzdem scheinen wir nicht über die 70 Leute zu kommen. Weiß nicht so ganz. Ja. Teilweise leben da nur einzelne Menschen drin. Ja. Also daran liegt es nicht. Die Leute haben schon einen Anreiz, sich fortzupflanzen. Ja, okay, wir sind wieder auf 4 Herzen runter. Ja, wieder genau auf 70. Komisch, komisch. Aber na gut, das müssen wir so im Auge behalten. Also eine neue Kettle Farm hätten wir gerne. Wir hätten gerne, dass das Ding endlich abgerissen wird. Und dann hier eine große Farm hin. Ja, und dann erstmal Schadensbegrenzung.